So, jetzt muss ich mir noch etwas Cleveres überlegen, was ich sage. Oh, zu spät. Jetzt bin ich schon am Schlafen. Ah, wer ist das bloß? Ich will nur mir einen Tipp geben würde, ne? Du hast mir beim Schlafen zugeguckt? Wer denn nicht? Was? Bin ich der Einzige, der jeden Tag aufwacht? Wir anderen sind alle einfach nur wach. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist NiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich habe irgendwie kein Material, nur mehr neue Kostüme und so zu kaufen. Und alle anderen haben wir schon angehabt, deswegen rock ich hier mein Casual Outfit, ne? Hab da nichts dagegen. So, in der letzten Folge haben wir Kapitel 5 von dem Xenologs, von dem DLC. Ja, von dem DLC. Weiß nicht, was ich das noch hätte nennen können. Von dem, ich weiß bis heute nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß, wie es auf Englisch heißt. Fell Dragon DLC oder Fell Dragon Xenolog, ne? Aber ich habe gerade irgendwie nicht auf dem Schirm, wie das nochmal auf Deutsch heißt. Und ja, ich habe mich wieder etwas vorbereitet für das nächste Kapitel. Sieht schon hart nach irgendwie finaler Kampf oder kurz vor finaler Kampf aus. Aber ich weiß es nicht. Ich habe mir 12 Charaktere vorbereitet. Ich werde wahrscheinlich nur 11 brauchen, weil ich wahrscheinlich Nell in meiner Gruppe haben werde, ne? So, hier sind die, glaube ich, gar nicht ausgerüstet, ne? Aber ich habe mir alles notiert, ne? Warum sind die alle nicht ausgerüstet? Egal, ich habe mir notiert. Ich habe die ausgerüstet, als ich im Vorbereitungsbildschirm war im DLC. Ich bin noch mal in das letzte Kapitel reingegangen in dem Vorbereitungsbildschirm, weil das Inventar und die Emblemringe, die sind ja irgendwie hier separat von was ich hier ausrüste, ne? Also was ich hier ausrüste, ist irgendwie separat von was ich im Dings ausrüste im DLC. Von daher. Ja, aber da habe ich schon irgendwie 12 Charaktere vorbereitet, von daher sollte halt alles schon vorbereitet sein, ne? Mich ein bisschen zuvor kommen. Oder ich bin natürlich im Vorbereitungsbildschirm vom letzten Kapitel gegangen, nicht vom nächsten, ne? Weil ich mich nicht spoilern will. Und ja, wir gehen kurz den Bodengott besänftigen, damit wir einen Tag weiterleben können. Und gucken mal, was wir den heute wieder zum Opfer dagehen können. Eine Ration. Irgendwie gehen mir die Sachen hier irgendwie aus, die ich irgendwie da reinpacken kann. Ich habe da noch irgendwie diese Sachen, die ich selber benutzen kann. Ich weiß nicht, was ich da reinpacken soll. Ich brauche eigentlich alles hiervon noch. Okay, eine Heilmittel gibt mir 2, 3. Na komm, oder kann ich ein Antidot da reinpacken? 2 Sterne mehr will ich irgendwie, glaube ich, nicht hier kriegen. Ne? Da kann ich ein Elixier. Nein. Ja. Machen wir so. Mehr kriege ich wahrscheinlich nicht. So, da gehen wir mal futtern. Ich weiß bis jetzt übrigens immer noch nicht, ob meine Futter. Aber ich soll vielleicht erstmal meine Supports anschauen, ne? Bin schon voll aus dem Rhythmus raus, ne? Die Bandgespräche, welche übrigens nicht viel sind, die werde ich mir am Ende des Parts oder am Ende des nächsten oder übernächsten Parts anschauen. Und ja, wir gucken uns hier mal einige Supports wieder an, ne? Die gucken wir uns natürlich sofort an. Da haben wir hier Butcheron und Lapis. Mein Gott, ist sie winzig im Vergleich zu ihm. Naja, ist einfach nur riesig. Treffen sie sich heute zum ersten Mal? Ich glaube, das ist mir jetzt irgendwie aufgefallen. Ich glaube, jetzt weiß ich, woran ich
so ihr Farbschema so ein bisschen erinnert. Das kam mir schon die ganze Zeit irgendwie bekannt vor, so pinke Haare, rote Klamotten. Ich meine, ja, ich weiß nicht, wie sie nochmal heißt, aber die Anime heißt Darling in the Franxx oder Franxx oder wie auch immer. Da gibt es auch dieses Mädchen mit dieser roten Uniform, diesen langen pinken Haaren. Ich glaube, an die erinnert sie mich die ganze Zeit. Ich denke mir schon die ganze Zeit, dieses Farbschema so erinnert mich die ganze Zeit an die, ich weiß nur nicht an wen. Rückblickend betrachtet sieht sie nicht mal annähernd aus wie sie, aber das Farbschema ist irgendwie das gleiche. Ich muss mal kurz gucken, worum geht. Ich habe mich irgendwie so sehr gerade darin vertieft, ich habe gar nicht aufgepasst, worum es hier geht. Ich kann nicht mal versessen. Ja, wovon redest du? Schau mal, viel mal hin. Ich in die Tasse und dann kriegst du den Teil Wasser dazu. Viel willst du dein Milch denn nicht? Weil ich weiß, pure Milch doch gesund. Egal. Er tut seine Milch verdünnen. Und sie tut pure Milch. Ich habe jetzt irgendwie nicht verstanden. Egal. So, dann haben wir Vale und nur noch Vale mit Leuten, ne? Vale und Temera. Temera. Da hätte sie gerade ein blaues Auge bekommen. Ihre Stimme habe ich übrigens auch wieder gekannt in Genshin Impact. Letztes Mal, als ich das gespielt habe und Ganyu zum ersten Mal begegnet bin, da ist mir auch sofort aufgefallen. Sie hat die gleiche Stimme wie Vale. Was irgendwie merkwürdig ist, weil Ganyu war auch irgendwie, so wie ich da verstanden habe, hat die auch irgendwie zwei Persönlichkeiten, was irgendwie auch zu Vale passt, mit ihren zwei Persönlichkeiten. Alfred ist Graf, ja. Ich bin aufgefallen, nachdem der Vegas hat erwähnt hat. Ich habe allgemein mal ein paar Synchronsprecher nachgeguckt von dem Spiel. Da sind eine Menge, die wiedererkannt wurden, die ich gar nicht erkannt habe. Oh, der Bildschirm ist sehr schnell schwarz geworden. Okay. Und die beiden. Wie habt ihr es geschafft, so verschwitzt zu werden? Ich will das auch. Ich meine mich zu erinnern, Vale mag aber scharfe Sachen. Ich check ja manchmal hier von den Charakteren hier diese ganzen Informationen ab. Die haben ja alle irgendwie so eine eigene Seite mit so Informationen, ne? Ich meine, bei Vale stand irgendwie so was von, sie mag scharfes Essen oder so, ne? Ja, mag scharfes Essen. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert, warum sie so reagiert hat, ne? So, okay. Und ja, ich habe einige Synchronsprecher mal nachgeguckt, ne? Und da sind eine Menge. Ich habe die jetzt alle vergessen, leider. Ich wollte die eigentlich so
nachdem ich mir halt nachgeguckt habe, so direkt im nächsten Part irgendwie erwähnen, so boah, aber ich habe mich jetzt voll informiert, wer jetzt wen spricht, ne? Aber jetzt habe ich so alle vergessen. Etty, was Etten wir denn heute? Okay. So, gute Frage, ne? Wen gebe ich denn jetzt was zu essen, ne? Gute Frage. Nehmen wir mal irgendjemanden, den ich auch gleich im Kampf mitnehme, auf jeden Fall. Hortensia nehme ich gleich im Kampf, aber sie braucht ja nicht irgendwie so viel Werte, ne? Egal. Ich weiß nicht wen. Er braucht denn ja nur so Supports, ne? Clan, ne, am besten zwei, die ich gleich mitnehme, ne? Fogado nehme ich auch gleich mit. Die beiden. Apfelkäse-Toast. Und 40 Kronen. Oh, da gibt viele Werte. Ja. Obst und ja. Also keine Ahnung, da war irgendwie so eine ganze Liste irgendwie von 10 Leuten in dem Spiel, die alle irgendwie noch andere beliebte Rollen in Animes und so haben, ne? Hey, cool. Oh, hey. Hortensia ist mein erster A-Rang. Cool. Ich hoffe nicht, dass ich diese dann heirate oder so. Also war so ist das in manchen Fire Emblem Spielen, ne? Meistens kann man nur mit einem Charakter irgendwie einen A-Rang bekommen, ne? Aber ich nehme an, das läuft hier nicht so ab, oder? So, ich gucke erstmal den an und dann speichere ich einfach vorher mal. Mir ist übrigens eingefallen, wer Krom spricht. Also Krom wird von Gintoki oder Joseph Joestar gesprochen. Also den Ring, den hier Neil hatte letztens. Ja, ich wusste, er wurde von irgendjemandem Bekannten gesprochen, aber ich habe es vergessen. すごい怒ってるから何事かと思ったよ。ごめんなさい。本当に人助けをしていたなんて。治安を守るために町を見回りしてるって言ったでしょ。あれって本当のことだったのね。疑ったことを謝るわ。別にいいよ。褒められたくてやってるわけじゃないし。いいわ。そういうことなら私も付き合ってあげる。 お茶に付き合ってくれるの？フォガート王子の人助けに付き合うの？あははは、そういうことか。わかった。じゃあ一緒に街を回ってもらおうかな。Alles klar. So, und ich werde jetzt hier mal speichern. Für den Fall, dass ich jetzt irgendwie was hier so in welchen speichern hier, ne? Weil es irgendwas in Stein gemeißelt wird, nachdem ich das auswähle, ne? Weil manchmal ist irgendwie, weil nicht, wenn man irgendwie A-Rang oder S-Rang, also ich weiß nicht, ob es hier S-Ränge gibt in dem Spiel, im Supporter lang, dann, weil nicht, dann verpflichtet man sich irgendwie bestimmten Charakteren, weil man kann irgendwie nur einen Charakter irgendwie einen A-Rang oder so bekommen. Aber ich nehme an, das Spiel wird mir dann irgendwie so eine Nachricht geben oder so, ne? Machen wir mal. Ja, der erste A-Rang. Warum hat sie eigentlich immer diesen kackfrechen Gesicht? あ、待って、今、ディズニーの角度が出てきた。あと、傷口に効く薬草も手に入れたの。もしもの時は、これを使ってね。ありがとうございます。すごく気遣ってくれますが、一体どうしたんですか？神竜様に言われて気づいたの。私は 誰かを思いやる気持ちをもっと磨かないとダメだって。この前はしつこく迫ってごめんなさい。私のこと許してくれる？許すも何も。初めから怒ってませんよ。ならよかったわ。私のお母様は外見と内面どっちも素敵な人だったと思う。だから私もお母様に負けないような素敵な女性にならないとね。神龍様、大
大事なこと気づかせてくれてありがとう。オルテンシアなら必ずなれますよ。素敵な女性に。でもいいのかしら。私が外見と内面を磨いたら神竜様メロメロになっちゃうと思うわよ。メロメロですか。 Was mich ja nicht stört. Ich werde schon irgendeinen Makel finden. Okay. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Eben effektiv. Oh, das heißt, sie kann nicht mehr durch. Oliguluade. So, und jetzt habe ich zum ersten Mal so eine neue Seite hier, ne? Auf A, wie sieht das denn aus? Sie ist Illusia. Na. Oh. Oh, da kann man sogar Ringumfang 46 mm, was ist das denn? Selbstsicher, vor allem ein süßes Zwinkern. Ah, hier kann man die Größe und also was nachschauen. 149 cm. So, jetzt bin ich mal irgendwie gespannt. Lass mich mal kurz hier in mein Zimmer noch gehen. Weil so wieder im Fire Emblem Three Houses war, ne? Weil nicht Dating, das ist ja leider schon Standard jetzt im Fire Emblem Spielen, ne? Das ist irgendwie der Hauptselling Point für einige Leute, überhaupt Fire Emblem zu spielen. Okay, ich habe gedacht, vielleicht kann jetzt ich hier irgendwie was machen. Beim Fire Emblem Three Houses war es so, man kann sich irgendwie, wir gehen schon mal zum Dings übrigens, ne? Zum DLC-Dingen. Wenn du irgendwie ein bestimmtes Kapitel oder so abgeschlossen hast, dann hast du irgendwie, weil nicht die Wahl irgendwie. Boah, Entschuldigung. Da hast du irgendwann die Wahl, irgendeinen Charakter einen Ring zu geben, den du dann irgendwann heiraten willst, ne? Ich nehme an, so was wird irgendwann auch in diesen, aber man kann eigentlich nur Leuten Ring geben, die man irgendwie, weil ich mit dem man die höchste Supportstufe erreicht hat. Ich nehme an, so was wird irgendwann in diesem Spiel auch kommen. Es ist, das ist ein modernes Fire Emblem Spiel, es muss da sein. Wir haben einen self-inserted Hauptcharakter. Hier kann jeder mit jedem fast supporten. Das ist mittlerweile Standard in Fire Emblem, ne? Deswegen beschreiben einige Leute auch Fire Emblem mehr als ein Dating-Simulator, als irgendwie Anime-Schach, so wie früher. Also ja, ich nehme an, so läuft das dann irgendwie ab, ne? So. Ich muss dringend aufs Klo gehen, aber ich gucke mir erst noch die Cutscene an, dann kann ich mir erstmal die Cutscenes angucken, dann kommen wir in hier die Kampfvorbereitung und dann mache ich die Kampfvorbereitung auf Screen, dann gehe ich am Klo. Oder erst gehe ich am Klo und dann mache ich die Kampfvorbereitung auf Screen und dann sehe ich euch dann schon, wenn wir wieder da sind, ne? Aber erstmal gucken wir mal hier. Dämonenwelt 6, Somniel gefallen. Genau, wir kämpfen im Somniel, was ich interessant finde. Ohne Nell und die Armringe reist der Wirmgott nach Nil suchen zu einer einst schwebenden Insel. Okay. Bin ich mal gespannt. 7 Armringe. Oh. 7 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
Okay. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, er hat irgendwie den Bruder ersetzt irgendwann. Also ihr echter Bruder war irgendwann, weil ihr echter Bruder war doch freundlich, aber irgendwann hat Sombron ihn irgendwie sehr ersetzt, so wie Vale irgendwie. Aber er ist anscheinend die gleiche Person. もう私たちだけです。我が求めるは力そのもの。世界を滅ぼそうなどとは考えていない。目的への過程で勝手に滅ぶのだ。貴様には分からぬであろう。持たざる者の悲哀など見下され生きる者の苦痛など。 それは過去の話です。あなたは皆に慕われていた。神竜王城での時間は皆と家族のように過ごした日々は温かなものだったはずです。我には偽りの苦痛の日々だった。いる。家族だと笑わせる。いいことを教えてやろう。我は 貴様の片割れなどではない。邪竜の巫女であることはたがわぬが、我は幼き頃。だから、どうか、ずっと。本物のイルと。あ、そう、番組、しょびら、アウス、トリックス、スピア。貴様の大切な大切な片割れは、父上の元から逃げてまで守ったイルは、もういない。わかったか。 貴様は一人きりだ。思い人たる神竜は死に、守護者たる死翼を失い、唯一の家族は偽物であった。傑作だろう。これでもためらわずに殺し合えるな。戦って、そうして我を止めてほしい。お願いだ。 我は悪い子だ。生まれた時からずっと片割れの顔すら知らず、一人で寂しかった。許されないと知りながら、あなたのいるになったあの日から、優しくされて笑いかけられて、あなたを自分だけの姉のように思ってしまった。 あの神竜王城の日々は優しくて、本当は今でも宝物のように思っている。でもそれは全部我のものじゃない。苦しいんだ。もう終わりにしてほしい。どういうことです？あなたは。 違う。なんだ今の言葉。父上は最後に我を後継者だと告げたのだ。この胸元に触れてやり遂げるまでは終われぬ。しかしそれが本当の期待であったのか、哀れみの印であったのか、わからない。わからない。 胸が苦しい。ずっと。ずっと。しっかりしてください。イル。我は証明するのだ。父上の無念を晴らし、その志を継ぐことで、我こそがただ一人邪竜の王たる器なのだと。かつての浮遊島とは。 Ich bin übrigens auch hier. Ich bin der einzige Hauptcharakter, der noch übrig ist. Ja, jetzt bin ich der Hauptcharakter dieses DLCs. Sind
Das heißt, wir sehen zum ersten Mal Edelgards Ring in Action. Aber ich glaube, wir haben das ein paar Mal benutzt damals, ne? やっかいであろう。父上との決戦直前、神竜は我にこの腕輪のことを告げた。封印は当人にしか解けぬというのに、やつはこれを残して死んだ。そのせいで我は父上の後継として動けなかった。腕輪を7つ集めたとてどうにもならぬのだからな。だが、 古の儀により貴様が現れた。あの日から我はこの時を待っていたのだ。私になら、これが解けると。逆らえば、エルは殺す。ダメです、神竜様。大丈夫ですよ、エル。今助けます。 Ja, und jetzt nehme ich den sofort wieder ab. Damit hast du nicht gerechnet, was? Oh, er ist das. Yakume wa hatashimashita. Eru o kaishite kudasai. Kaisu. Koitsu ni wa koko de shinde morau. Sonna. Yakusoku ga chigaimasu. Aber das ist böse. Kannst du doch nicht machen. Die sind auch noch am Leben. Celestia, Gregory, Madari. What? Ich sehe Mauvi hier nicht. もう、お前それは、ワープの杖。いや、しか、バーオン帰る。セレスティアを外に飛ばしたのか。最初から、この新参だった。全員死ぬ必要はない。誰かただ一人が残り、皆を外に飛ばせば、犠牲は最小で済む。バカ、その杖よこせ。残るなら俺が。グレゴリー、副官の座はお前に託す。 Ich dachte, damit hatte sie Celestia ja irgendwie angedeutet. Beirut-sama,
das heißt, Vale ist tot in dieser Welt. Ich habe eine Menge Charaktere vorbereitet. Jetzt bekomme ich all die Charaktere. Ne? Und natürlich so hat man klar. Okay, wir haben neue Musik hier. ところを見せて差し上げます。やっぱり怖いけど、俺は昼間ね、あいつから受け継いだ死翼の副官として、主が誤った道を進むなら、それを正すも騎士の務め。参ります。神竜様、セレスティン、グレゴリー、マデリン、どうかこれ以上。 So, ich höre Bluthunden-Thema im Hintergrund. Okay, da klingt schon doch mehr so nach finaler Boss, ne? Wir haben ein eigenes Thema und also was, ne? Oh ja, aber natürlich waren die nur am Leben, ne? Ich muss sie ja irgendwie in der Gruppe bekommen, wahrscheinlich, ne? Also kann die ja nicht sterben. Der steht direkt vor uns. Hallo, ich. Liberation halten. Hatte ich doch schon, ne? Mein Keller, der Schlag zu dir zurück. Also nicht um die Verluste, sondern gib alles. Okay. Hier ist aber noch eine Menge los. Ich bezweifle, dass ich hier einfach reingehen kann und hey. Warum seid ihr schon wieder hier? Sachen. Bahnbrecher, sie geht neu, ich kann von Gegner Korbschläge auf 10. Reduziert erlittenen Schaden. Ja, bei der Einheit braucht reduziert Schaden nicht effektiv. So, ich kann 13 Leute mitnehmen. Okay. So, und ich werde natürlich aufs Klo gehen. Ne? Ich werde mir natürlich erstmal hier die Level also anschauen. Ne? Warte mal, du hast nur 2 Lebensbalken. Das Böse. Ein Dämonendrache mit der Macht der Emblem am Ring. Er verheert das Schlachtfeld mit starken Attacken. Im Willen Sombrons folgender. Im Willen Sombrons folgend verwandelt er sich mit Hilfe der 7 Armringe in das Böse. Das Böse. Okay. Wir sind abends singen. So, ich bezweifle, dass ich hier einfach rumstehen kann und auf den einprügeln kann im ersten Zug und dann ist er tot, ne? Also ja, wäre natürlich cool, ne? Aber wäre ein ziemlich blödes Finale dann, ne? Ich habe hier reingehen kann und den erledigen. So, du hast Edelgard. Ich hätte gedacht, er hätte vielleicht Edelgard. Silberlanze, Silberklinge. Stärkung. Ja, kann ich gebrauchen. Rettung.
Jetzt gibt er mir die ganzen coolen Stäbe, ist klar. Donnerschwert. Boron Silberbogen. Warum kann er Latten ausrüsten? Ach, wegen. Der heißt ja auch Darain. Warum heißt der hier Darain? Das werde ich nie verstehen. Der hieß in Fire Emblem Awakening, hieß der Robin. In der englischen Version heißt er auch Robin. Ich weiß nicht, woher der Name Darain kommt. In Smash Bros. Kam der zum ersten Mal vor, aber wo kam der her? Ja, verstehe nicht. Oh, hinterlässt alle voll viel Stäbe, sehe ich gerade. So, hier ist eine ein sehr heftiges Empfangskomitee. So, oh, ich sehe schon. Oh, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, wie das hier ablaufen wird. Ne, ich muss ihn hier erledigen. Dann geht er wahrscheinlich hier hin, ne? Und dann ist wahrscheinlich hier. Und jetzt sind hier überall so. Ne? Der wandert wahrscheinlich von einem Gebiet zum anderen hin, ne? Aber wenn er jetzt zu jedem einzelnen von denen hingeht, ne, dann wird das ja ganz schön schwierig. So, ich habe Liberation bekommen. Hat ich das nicht schon vorher? Vielleicht Angriff plus 5. Was? Mit Angriff plus 15 im Kampf gegen Dämonen Nil sind 46. 46. Ich bin leider nicht schneller. Das ist eine Menge Schaden. Na gut. Ja, da sich jetzt natürlich hier neue Charaktere mir angeschlossen haben, also neue Charaktere, neue Altcharaktere. Muss ich natürlich hier meine Gruppenzusammensetzung wieder ein bisschen modifizieren, aber oh, die haben auch Fähigkeiten, jetzt sehe ich gerade. Schauen an das Durchschnitt mit Wert gegnerischer Verteidigung und Resistenz. Okay, oh, schade, ja, kämpfer Diamonie mit einem Bündnisangriff angegriffen, als sie schaden minus 20%. So, okay, ich werde mir die Kampfverarbeitung auf Screen antun, ne? Weil ich auch auf Klo gehen muss. Und ja, ich sehe euch dann, wenn ich ja fertig bin, wenn ich alles modifiziert habe. Vielleicht werde ich auch, ich habe eigentlich, ne, kann ich gar nicht. Ich habe gedacht, vielleicht gehe ich noch mal zum Somniel zurück, tue irgendwie einige Charaktere leveln, so Bandfähigkeiten mäßig. Aber ich glaube, ich habe gar nichts mehr übrig, ne? Aber ja, so oder so, ich gehe kurz aufs Klo und nach dem Schnitt sehen wir uns dann, wenn ich ja fertig bin mit der Vorbereitung, ne? Also bis gleich. So, ich bin mit meinen Vorbereitungen fertig. Ob es die perfekte Vorbereitung war, weiß ich nicht, aber bin sehr zuversichtlich, dass es vielleicht was wird, ne? So. Ich zeig euch mal hier, wen ich alles mitgebracht habe, ne? Also wir die 5 hier müssen wir natürlich mitnehmen. Habe ich natürlich Vale, Celine, Alfred, Diamant, Alchris, Hortensia, Ivy und Timera. Ich wollte noch Fogado mitnehmen, aber ich habe nicht genug Platz. Ich würde am liebsten alle Adligen hier mitnehmen, ne? Aber alle Charaktere sind leider hier schon, die nehmen schon zu viel Platz weg, ne? Und theoretisch könnte ich Vale auf die Bank packen für Fogado, aber lass mal machen. Fogado ist ja der erste, der in der Nähe ist, ne? Also was soll's. Gut, da ich habe so das Gefühl, dass hier das Finale, ne? Weil einzigartige Musik, ne? Unser Gegner ist ein riesiges Monster, riesiger Drache. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist das Finale von diesem DLC. Also ja. Und ja, das Spiel hat natürlich gesagt, hör mal, du kannst ruhig Gegner, Charaktere frecken lassen, ne? Ist nicht schlimm. Aber je nachdem, wie früh es passiert, ist das natürlich nicht so dolle, ne? Wenn jetzt im ersten Zug schon jemand freckt, dann ist das natürlich ein Charakter weniger, mit dem man ja was machen kann, ne? Deswegen will ich jetzt eigentlich nicht, ne? Hm, soll ich Fogado reinpacken? Soll ich wieder Fogado anstatt Vale reinpacken? Ja, ne. Aber alle Adlinge hier rein. Wie sieht denn der Level mit beiden aus?
Fähigkeit plus 10. Ne, lass mal. Ich habe mir halt jetzt so alles hier vorbereitet. Wenn dieses Kapitel also nur annähernd so nervig ist wie das letzte, dann will ich hier schon ein bisschen besser vorbereitet sein. Ich habe alle Emblemringe verteilt, bis auf Roy, weil ich habe 12 Ringe, ne? 12 Ringe vom Hauptspiel, ne? Aber ich habe 13 Charaktere. Das heißt, ich musste einen DLC-Ring ausrüsten, damit jeder hier einen Ring hat, ne? Also so einen starken Emblemring. Ich hätte auch irgendwie so einen Random irgendwie nehmen können, aber ne. Ist mir egal. Und welcher übrig war, war Roy. Roy wollte ich eigentlich Neil geben, aber dann habe ich ihr doch mal Tiki gegeben, ne? Weil sie hat irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie Tiki funktioniert, aber sie hat irgendwie was effektiv gegen Drachen ist, was vielleicht nicht schlecht ist gegen hier Neil, ne? Von daher sehr gut, ne? Dann blieb aber noch Roy übrig, ne? Und der einzige, den ich nicht was gegeben habe, war Gregory. Und Roy passt jetzt nicht so sehr zu Gregory, ne? Deswegen habe ich ihn Camilla gegeben, was eigentlich nicht schlecht ist, ne? Die Donneraxt hier macht eine Menge Schaden, weil die magischen Schaden, ne? Er kann Drachenadern benutzen, was hier so Flammen auslösen können, was auch eine sehr gute Fähigkeit ist. Und ja, mittlerweile sind euch egal, ne? Die sind sowieso alle Level 1, die bekommen keine Erfahrungspunkte, von daher sind sie sowieso egal, ne? Ich mir so selber irgendwie so einen Kompromiss irgendwie gemacht. Ich habe mir ihn ein bisschen angeguckt. Mir gefallen seine Angriffe nicht. Ich verstehe irgendwie einige seine Angriffe nicht. Ne? Erst einmal hat er natürlich hier was 1 bis 3 Reichweite. Das heißt, ich kann ihn mit nichts angreifen, ohne gekontert zu werden, was zum Kotzen ist. Dann hat er noch einige Sachen, die mir richtig Sorgen machen. Das hier zum Beispiel, ne? Ein Strahl der Finsternis, der Gegner weiträumig niedermäht. Treffer garantiert, ignoriert Verteidigung, Resistenz. Was mich da stört, ist, dass keine Reichweite angegeben, ne? Also Spezial 35, Treffer unendlich, aber Reichweite ist da nichts angegeben. Was für mich wahrscheinlich bedeutet, er kann jeden Charakter auf der Karte treffen. Würde ich jetzt mal raten, ne? Und das finde ich nicht so gut. Dann gibt es ja noch andere Sachen, von denen ich gar nicht weiß, was das überhaupt bedeutet, ne? Zerstört benachbarte Gelände, streckt Freund wie Feind nieder und nutzt deren Lebenskraft zur Stärkung. Streckt alle Einheiten nieder in dem Bereich... in dem Bereich augenblicklich nieder und nutzt deren Lebenskraft zur Stärkung. Ich weiß nicht, was das ist, aber es klingt sehr nervig. Und ich habe das Gefühl, je länger der Kampf wird, desto schlimmer wird das hier, ne? Und er kann Gegner aufbeschwören, was ich auch nicht toll finde. So, mit etwas Glück kriege ich den in diesem Zug hier kaputt, ne? Aber ich bezweifle sehr stark, dass wenn ich ihn jetzt hier kaputt haue, dass der Kampf dann vorbei ist, wenn ich ihn, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn jetzt kaputt hau und dann ist der Kampf vorbei, weil das wäre ziemlich einfach dann. Ich nehme einfach mal an, sobald ich dem irgendwie, weil ich einen Edelstein hier abgezogen habe oder sobald ich beide abgezogen habe, dann teleportiert er sich hier zu einem von den Dingern oder so, ne? Und da dreht sich dann so lange, bis irgendwie, weiß ich nicht, bis irgendwann der, weiß ich nicht, Kampf vorbei ist, ne? Und ja, das ist jedenfalls meine Theorie, weil wenn der jetzt schon sterben kann, ne, dann wäre ja super einfach, weil da gibt es bestimmt irgendwie Strategien, womit man den irgendwie erledigen kann im ersten Zug, ne? Von daher, ja, glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Ich werde es aber mal versuchen, ne? Und ja, meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Los geht's. Ne? Alle verteilt, ne? Brrrk. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es heute. Wenn nicht, dann ja. Aber wird schon irgendwie. Okay. Okay. Was ist das? Okay, er ist instabil, ja. Okay, heißt das hier irgendwie, weiß ich nicht. Ist das was von ihm oder ist das von ihm? Nee, ist nicht von ihm. Geht das hier irgendwie kaputt oder so? Hm, ich weiß es nicht.
Okay, ich wollte eigentlich ihn erstmal hier im bewegen, ne? Er kann sich sowieso nicht bewegen, von daher brauche ich nicht irgendwie Dings hier einsetzen, ne? Ich wollte ihn hier im bewegen, weil ich habe Vale und mich selber hier im platziert und ja, die haben ja ihre persönlichen Skille, ne? Plus ein Schaden, minus drei Schaden, er hat genau das umgekehrte, von daher ist eigentlich die perfekte Position ja für ihn, ne? Null Schaden. Okay, so viel dazu. Vergesst was. So, ich soll nach Nordwesten gehen. Nordwesten ist oben rechts, ne? So, ich mache den nichts an Schaden. Warum nicht? 27. Okay. Das sieht mir irgendwie nicht richtig aus. Ja, seht ihr genau, ich noch umgehe. Ein Einheitbruch reduziert Schaden durch effektiv gegen. Reduziert die Genauigkeit von gegnerischen Kurbschlingen auf 10%. Reduziert gelittenen Schaden. Was soll ich dann bitte schön machen? Okay, Marv, hilf mir mal ein bisschen aus hier. Sternlord Blitz. Mit Liberation. Bringt nichts. Wärmtöter. Bringt nichts. Selber Schwert. Bringt nichts. Cool. Ja. Dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich hier machen soll, ne? hat er irgendwie so ein Schild oder so, den ich hin abziehe, was oder so? Ich verstehe irgendwie gar nicht, wie der Kampf hier gerade funktioniert. So, ich habe ihr mal Tiki gegeben, ne? Weißt du, wie eine Animation? Ah, sie hat sich in Tiki verwandelt. Okay. Soll ich ihn noch nicht angreifen? Ist das, was mir das Spiel sagen will? Okay, dann greifen wir ihn eben nicht an, ne? Kann ich machen. Er scheint auch irgendwie nicht angreifen zu wollen, oder? Tut er angreifen? Ich muss mal gerade gucken, ne? 43 Schaden. Geschicklichkeit 19. Er kann sie ja doppeln, aber sie hat vorhin ausgerüstet. Ja. 30. Oh Gott, ich kann hier niemanden am Leben lassen. Ich kann hier niemanden irgendwie. Okay, mein erster Plan ist erstmal, ich pack sie hier hin, ne? Ich habe ihr Lin gegeben, ne? Was ich machen werde ist, ich werde sie mal verbinden. Ich habe mich schon mal hier so umgekaut, weil ich hier. Ach ja, sie hat ja keinen verbesserten. Oh, natürlich haust du nicht kaputt. Cool. Er ist nämlich das einzige, was mir gerade Sorgen bereitet, ne? Aber ich sehe gerade, er bewegt sich nicht, ne? Und was, wenn er auf ihn losgeht und er geht auf ihn? Oh, er erreicht ihn gar nicht. Cool. Ja, hier sind eine Menge Sachen, die mir gerade nicht gefallen. So, das wäre natürlich gut, ne? Aber den kriege ich natürlich wieder nicht da. Sigurd. Na. Kann ich noch nicht mal hätten. Ich weiß jetzt schon nicht, was ich machen soll. Ich nehme an, ich muss ihn noch nicht angreifen, ne? Also Nell hat mir gesagt, ich soll abhauen, ne? Also nehme ich mal an, das muss ich machen, ne? Ich kann natürlich auch tanzen, ne? Ich überlege gerade, wo ich hier schon vorher schon alles im ersten Zug den Bach runter geht, ne? So, ich kann natürlich ihn ja machen, ne? Hier gehen wir mal die Tom auf. Sie kann ich ja platzieren. Sie kann ordentlich viel Sachen tanken.
Ich kann natürlich einen von denen erledigen, aber am wichtigsten ist mir er ja erstmal gerade. Er ist im Wald, deswegen kann ich ihn nicht. So. Weil er ist der Einzige, der mir nervig werden könnte, habe ich so ein Gefühl. Nee. So, was mich schon mal stört, ist, dass hier wieder alle nur so super starke Sachen haben. Ne? Anstatt irgendwie so Elfen, dann haben sie alle ja Voron und so. Sie hat Elfen dann, aber sie erreicht natürlich wieder nicht. Ah, du hast einen Panzerbrecher, ne? Treffe ich da oben jemanden? Nein, okay. Du musst eigentlich eine Sicherheit sein. Ah. Wenn ich den Weg hier blockiere, ne? Dann werde ich mich nicht treffen, ne? Oh wow, sie trifft aber ganz schön genau. Warte mal. So, ach komm, Mann. Warum fehlt eigentlich immer so ein ganz kleines bisschen, ne? So, ich muss jetzt einfach, ich glaube, ich werde Folgendes machen, ne? Dann bin ich hier 1, 2, dann werde ich von allen Leuten getroffen. Cool. Wenn ich hier hingehe, dann mache ich über rein, dann bin ich hier 1, 2. Wie viel machst du mir Schaden? Silberbogen 30. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das gegen sie machen wird. Ich nehme an, es wird zu viel sein, ne? Ich muss einfach nur hoffen, dass sie mit Voran trifft, ne? Kotzt mich jetzt schon wieder an. Ich werde ihr... Kannst du Voran ausrüsten? B, wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Okay. Wir haben eine Rettung erhalten, cool. Und ich nehme an, ich muss mich einfach ja nur raus bewegen, ne? So, ich werde jetzt Ikea nehmen, ne? Nee. Ja, auf ihn muss ich losgehen. Wegen Hammer. Nein. Der überlebt hat wieder mein 2 AP. Das darfst du hier niemanden erzählen. Dann erreicht er mich schon wieder. Da ist jetzt nicht zu fassen. Na gut, dann gehen wir eben so hier rein. 40, 20. Da muss ich eben heilen im ersten Zug. Der hat natürlich Kitschon, oder ne? Wohl, wenn ich im ersten Zug schon irgendwie Leute heilen muss. So, dann haben wir noch eine Rettung. Rettung wäre natürlich sehr gut, ne? Jemand das hier weg. Ich pack das mal weg. Ich hätte vielleicht auch noch das Kalibur wegpacken sollen, egal. So, dich kann ich hier eben packen, ne? Er macht 30 Schaden, ne? Silberbogen. Ah, wenn er einen Wurfball hätte, ne? Könnte er Ragniel nehmen. Er macht ihn sowieso nicht falsch. Ich
meine, er macht ihn so, ich mache der, der macht ihn sowieso nicht fertig, ne? Ich hatte recht. Da kann er die wenigstens kontern, ja. Sonne, Mond und Sterne. Ah, ah nein, die kommen ja immer nur durch. Verdammt. Ach man. Wer ist denn noch Tanky? Niemand, ne? Timera. Natürlich triffst du wieder fast dich. Also ich nehme jetzt mal an, die Strategie ist jetzt hier abzuhauen, ne? Weil das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Ja, ich kann ihnen da keinen Schaden machen. So, Auto machst du fertig. Sag das doch. So, den einen, diesen Langstreckengegner habe ich ja auch erledigt, ne? Der kann uns auch nicht mehr auf den Nerven gehen. Das ist der einzige, der mir ja sprich werden konnte. Ich so Gefühl. So, dann geht hier mehrere hier hin. Ihr blockt das alles ab, ne? Na, na. Muss mal gucken, wie es hier weitergeht, ne? Ich kann ich nicht aus der Reichweite hier packen. Also macht er jetzt hier irgendwie was kaputt oder ist das jetzt den sein Angriff? Ich verstehe jetzt nicht genau, was hier passiert. Ich habe mal hoch. Find's kacke, dass ich hier nur Erholung habe, ne? Oh, so ist das okay. Ich dachte, ich kann jetzt auch wieder so Feuer speiern oder so. Ja, mein Kaufwerk ist nicht natürlich der einzige, der jetzt hier noch im Reichweite ist. Ne? Aber da ist der Mondstrahl. Oh, ich gar nicht getroffen. Also ich nehme jetzt mal an, ich muss ja wegrennen, ne? Ich habe ihm mit niemandem Schaden gemacht. Das sind meine effektiven Charakteren, ne? Ich habe mit einer P, das gibt's nicht. Ach, da sind ja auch noch Gegner. Pff, hab ich dran gedacht. Was ist das? Im nächsten Spiel erscheint aus diesem gegnerischen Verstärkung. Wenn du einen Eindruck, den solchen Gegner kannst du verhindern, dass Gegner aus diesem Fall vortreten. Okay. Klar, warum nicht, ne? Kann ich der jetzt Schaden machen? Nö. Ja, ich gehe bestimmt nicht hier zurück. Jetzt hier hin, ne? Wir haben Töter, ich werde wahrscheinlich sowieso jetzt angegriffen, ne? Aber mal machen. Wer singt da gerade? Mich nicht. So, dann. Ja, aber auch schön viele fliegende Einheiten hier gepackt, damit ich mich hier ja nicht näher dran bewegen kann.
Im Hintergrund läuft natürlich das Fire Emblem Thema, ne? So ein Remix wieder. So, ich muss mich irgendwie hier so bewegen. Ja, am liebsten schon mal so ein bisschen weiter nach vorne, ne? So weit wie möglich nach vorne. So, am besten wäre jetzt natürlich, wenn ich den hier anlocken könnte. Ne? 41 Reichweite 1, Reichweite 2, Silberbohnen. Den kann ich da sicher mit Dings hier anlocken. Ne? 29 Ragnel, ja, bitte. Den hier. Jetzt mit dem Ragnägeln. So, ich kann mich ja nicht hier bewegen, ne? Weil er kann ja ihn die ganze Zeit angreifen. Ne? Ich weiß ja nicht, was er machen wird. Also hier werden jetzt gleich Gegner kommen, ne? Bewegen einfach nach vorne. Sie hat gesagt nach Nordwesten, oben links, ne? Sie wird das ja wohl nicht umsonst gesagt haben, ne? Außer sie ist böse und sie versucht mich auszutricksen. Alle versuchen sie mich auszutricksen, Mann. Was ist diese Trefferchance? Das ist immer der Nachteil, wenn du den Charakteren alle so super Waffen gibst, ne? Manchmal brauchst du halt so ein Eisenschwert, damit du auch triffst, ne? Das Spiel hat mir gar keine besseren, das hat mir gar keine schlechteren Waffen gegeben. Das hat mir nur so Sachen wie Eisen, so wie so super Sachen halt gegeben, diese Stahlwaffen und was weiß ich nicht alles, ne? Oh, warte, ich habe eine Idee. Was magst du hier? Ne? Na, jetzt tue ich einfach kackfrechen Doppelgänger da hinpacken. Boom. So kann man auch die Dinger stoppen, ne? So. Schleichen wir uns an denen da schon mal an. So, ist das so in Ordnung? Ja, ne? So. So. Genau auf mich zugelaufen, Kollege. Klon. Ja, Klon. Aber nicht er hätte angreifen können, ne? Ja, wie soll ich das bitte schön aufhalten? Nee, ich hau ab. Platzieren dann irgendwie diesen dicken Typen dahin, ne, der sich um die ganze Stärkung kümmert. Nehme ich an. Was habt ihr denn, Alter? 41 Schaden, 37, 39, okay, ich wollte schon sagen. Ein bisschen zu stark, Leute. Und Vogado hat sich gar nicht bewegt, Mann. Oh. Mein Gott, ey. Ich mich immer. Wo muss es denn immer so kompliziert sein? Ey? Kannst du nicht einfach auf mich losgehen?
Ich hoffe, ich tue ja nicht irgendwas auslösen. Ich habe die erst losgehe. Aber mach mal. Das wäre zu weit. Da kommt einer mit einer. Hast du ein Schwert? Ich krieg doch auch down, ne? 20, ja. Dann muss ich dich aber auch hochheilen. Kein Problem. Mir gefällt es nicht, dass die alle Crit-Chancen haben. Minimal. Vor allem, dass die mehr Crit-Chancen haben als ich. So, jetzt muss ich sie gar nicht heilen. Cool. Knapp. Durch so eine kleine Offensive mit meinen Fliegern hier starten. Weil die waren auch stationär, die konnten sich irgendwie nicht bewegen. Warum auch immer. So, lass mich rein, der taucht dann gleich hier auf, ne? So, was wollen wir mit dir mal wieder machen, ne? Ach. Oh, warte mal, du hast was Neues, sehe ich gerade. Magieangriff mit physischer Kraft. Macht eines Dämonendrachensteins. Ja. Der andere trifft aber besser, von daher greifen wir da mal dann. Ich glaube, vielleicht liegt gerade da, weil ich mit Tick hier verbunden bin, ne? Könnte ich auch sein. Händchen, Händchen. So. Ich weiß genau, was der vorhat. Ich weiß nicht, was Tiki für so eine Fähigkeit hat, ne? Ich habe jetzt die Chance angegeben. Hast du irgendwie so eine Superattacke? Ah ne, du gibst. Ah, nee, da gibt es so Dings, ne? So Steine, genau. Was genau hat der vor? Der will mich jetzt ja anlocken, ne? Wenn ich in seinen physischen Dingen hier reingehe. Seinen physischen Reichweite. Was mache ich denn da? Das ist das Stärkste, was der hier machen kann. Der kann mich doppeln, ne? Der kann mich damit nicht doppeln. Kein Erstfolgeangriff. Verursacht nicht leicht tödliche Wunden. Okay, aber da macht nicht so viel Schaden. Klar überlebe ich das, ne? Ich überlebe das locker. So, will ich dich hier einpacken? Wag dich näher zu kommen, ich wag dich. Selbst wenn er jetzt nicht ein, selbst wenn ich das jetzt, wenn er nicht auf mich zukommt und ich das nicht einsetze, läuft sowieso im nächsten Zug ab. Von daher kann ich ja gar nicht einsetzen. Also. So, jetzt die Geschichte wieder, ja, ne? Natürlich gibt mir hier irgendjemand hier auf den Nerven. Mhm. Also viel Schaden. Kann ich auch nicht ignorieren.
mit den auch angreifen? Ne? Schade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich die ignorieren? Ich ignoriere die mal. Ich glaube, das die beste Situation, die beste Idee jetzt gerade ist, ne? Na, 90. Muss der Tomahawk ausrüsten. Ah. Wenn ich den Bogen ausrüste, dann greift nämlich die ganze Zeit vom Nahen an. Kriege ich die nicht getroffen. Wir gehen wahrscheinlich sowieso auf ihn los, ne? Ja. Ich nehme an, die gehen ja auch im Klon los, ne? Verheerung leuchtet ein Notdunkelsiegel, wird sich Dämonen Nil dorthin bewegen, jedoch nicht ohne zu alles in seinen aktuellen Standort zu verheeren. Die Explosion erfolgt in der Nähe in der nächsten Gegnerphase. Alle Einheiten im Gebiet, egal ob Feinde oder Verbündete, fallen ihr zum Opfer. Je mehr Einheiten Dämonen auf diese Weise besiegt, desto mächtiger wird er. Cool. Ja, der geht gleich als nächstes dahin. Und da, wo der jetzt ist, macht er alles kaputt, oder was? Der wird dann stärker, je mehr Gegner der erledigt. Cool. Jetzt frage ich mich, ob mir das lieber ist, als irgendwie gegen die ganzen Leute da zu kämpfen. Ich glaube schon eher ja, ne? Oh, ich sehe es gerade. Aber damit macht er seine ganzen Verstärkungstruppen jetzt alle kaputt, ne? Oh Gott. Sag, ich gebe doppelt. Okay, der ist tot, der ist tot. Die sind alle tot.